Boys und Girls, ganz kurz bevor das Video losgeht, wollte ich euch nur daran erinnern, ich mache ein kleines Giveaway am Ende des Videos und ich habe es erst am Ende, mir ist es spontan eingefallen, also schaut es bis zum Ende, damit ihr das auch mitkriegt. Ich sage es euch, damit es einfach nur fair ist und nicht die meisten abschalten und es gar nicht mitkriegen. Deswegen schaut es bis zum Ende, da gibt es so ein Mini-Giveaway, also viel Spaß mit dem Video. Und falls ihr sowas in Zukunft nicht verpassen wollt, lasst doch gerne ein Abo da. Hey Dudes, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie ihr im Thumbnail gesehen habt, machen wir ein weiteres Pack-Opening. Ich habe schon mal eins gemacht, so ein Pulsefire Orbs. Jetzt zu diesen High Noon 2020 Kapseln auch noch. By the way, Haare geschnitten. Die Dinger sind wie immer scheiß überteuert und leider ist kein Event draußen. Es gibt zwar diese drei Missionen hier, aber keinen Pass, soweit ich weiß. Ne, nur die Kapseln, wie gesagt, scheiße teuer und die paar Skins. Aber mir geht es jetzt nicht um die Skins, sondern um die Kapseln. Wir haben auch noch eine Kiste und noch einen Pulsefire Orb. Ich würde sagen, wir fangen mit der Kiste an. Arbeiten uns dann weiter. Wir hoffen natürlich, dass wir noch so eine Kapsel bekommen. Noch so ein Lucky Hashtag 7 Grab Bag. Ach so, Open to Reveal 7 Randoms. Da sind 7 fucking Skins drin. Alles klar. Wir machen zuerst die Kiste auf. Mal schauen, was rauskommt. Ja, ja. Ich meine, den einzigen Ward, den ich wirklich noch haben will, ist der Urf-Ward. Den habe ich hier leider nicht. Der RIP, aber sonst sind mir die Wards eigentlich komplett egal. Marauder Warwick. Decent. So, aber jetzt kommen wir zu den hier. Was ist denn da drin? Die Chance auf so ein Lucky Hashtag 7 Grabbag, Gemstone, mythischer Skin. Ganz ehrlich, passiert doch sowieso nie. Und dann, wir machen einfach mal auf, dann sehen wir es doch. Die Dinger sehen aber cool aus. Holy shit, die sehen ein bisschen aus wie das Presti Attack Zeichen hier. Order of the Banana Soraka, Tempest Janna und Battle Boss Blitzcrank. Das sind alles drei Skins, die ich bereits habe, wenn ich mich nicht irre. Habe ich. Ihr wollt mich doch flachsen. Oder den habe ich zwar nicht, aber den will ich auch nicht unbedingt. Ja, moin. Hatte ich alle schon. Ja, RIP. Cutthroat Graves habe ich nicht. Muses Sona habe ich auch nicht. Und Battlecast Kog'Maw habe ich, glaube ich, auch nicht. Also, Battlecast Kog'Maw finde ich cool. Ich finde es, wenn er da so dasteht, so... Au, 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 au. Okay. Jetzt sollte ich, glaube ich, eher rausschneiden. Aber scheiß drauf. Ganz ehrlich... Mittlerweile gebe ich da keinen Bums mehr drauf. Oh, da sind jetzt 4 dieser Punkte. Das heißt, wir haben entweder einen Gemstone oder hoffentlich so ein Lucky Hashtag 7 Grab Bag. Den machen wir natürlich zuletzt auf. Ja, moin, da will man einmal ein schönes Pack-Opening aufnehmen. Direkt kommt der Postbote. So, ich bin jetzt ein bisschen raus. Stargard Miss Fortune. Meine Freundin wird es feiern. Grüße gehen raus. Die ist Miss Fortune Main. Und letztes Mal im letzten... Absolut zu viel. Nase juckt noch. Im letzten Pack-Opening habe ich auch schon einen Miss Fortune-Skin bekommen und den gerollt. Und ihr wisst nicht, wie sie danach ausgetickt ist, weil sie ist Miss Fortune-Man. Ich... Soll ich jetzt noch sagen, ne? Ein Gemstone. By the way, ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr findet, welchen Skin ich mir holen soll. Ich weiß es nicht. Ich habe den Darkstar Sugar von den Amumu. Exklusiv Hextech Nocturne Skin? Was? Den habe ich noch nie gesehen. Ohne Witz. Ich habe mal überlegt, ob ich mir Alistar holen soll, aber in letzter Zeit spiele ich nicht wirklich viel Alistar. Und für Darius habe ich einen besseren Skin. Jarvan spiele ich nicht wirklich. Annie spielt man doch auch nicht. Aber den Nocturne spielst du auch nicht. Aber hä? Noch nie. Also... Kennt ihr den? Noch nie was davon gehört. Egal, wir machen weiter. Und dass ich da gerade 2 Miss Fortune Skins bekommen habe, bringt mich ziemlich in die Bredouille. Ich habe beide nicht, oder? Mal schauen. Entweder nehme ich sie beide oder ich lasse mich auf eine Menge Stress ein. Weiter geht's. Musesohne, hä? Haben wir dich nicht gerade schon gezogen? Mecha Malphite. Project Pike. Lucy, aber ich habe Platten und Pike. Noch ein Gemstone. Gib mir doch so ein scheiß Grabbag, so ein Lucky Hashtag 7 Grabbag. Egal, weiter geht's. Workshop Shaco. Mio Rick, den hole ich mir, weil ich in letzter Zeit öfter mal Yorick spiele im Ranked. Weiß nicht, ist ein chilliger Champ, hat gutes Comeback-Potenzial. Und Project Akali auch ein super nicer Skin.
Weiter geht's. Battlecast, oh Gott. Hey, jetzt kommen aber nur noch Epic und Legendary Skins. Nevermind. Spectral Fiddlesticks. Ich finde, die Fiddlesticks-Skins sehen jetzt nach dem Rework mega nice. Auch diese vorher in Anführungszeichen Kack-Skins sehen jetzt mega nice aus. Also der geht auch voll klar. EPA Shen. Weiß nicht. Ich finde das Geräusch bei dem Skin geil, aber das Aussehen jetzt nicht. Yes! 5? 5 Punkte, das heißt plus Gemstone. Let's go. Lucky Hashtag 7 Grabback. Ja, ich freue mich. Ich habe noch nicht mal eine Ahnung, ob die gut oder schlecht sind. Jawohl. Dragonslayer Diana. SSG. S. Gnarskin. Battle Academia Ezreal. Da sieht er ein bisschen aus wie Yu-Gi-Oh! Seid ehrlich. Der sieht ein bisschen aus wie Yu-Gi-Oh! Und ein Gemstone. Das war ja mal eine geile Kapsel. Ein Grabback plus Gemstone. Ich komme einfach noch auf die 20 und weiß immer noch nicht, was ich mir holen soll. Wie gesagt. Nächste Kapsel. Wieder 4 Stück. Aber okay, wir haben jetzt gelernt, dass die Lucky Grabback Gem Hashtag 7 immer an erster Stelle sind. Das heißt, es wird jetzt wieder ein Gemstone, gehe ich mal von aus. Super Galaxy Gnar. Noch ein Gnar-Skin. Beekeeper Singe. So ein geiler Skin. Und jetzt, wo, ich weiß nicht, ist es erst auf dem PBE? Bin mir jetzt nicht sicher, ob es erst auf dem PBE ist, aber Singed wird vom Aussehen überarbeitet. Also seine W und seine Q werden anders aussehen. Sieht auf jeden Fall besser aus. Und ein Gemstone. So, wir sind bei 20 Gemstones. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr welche abhaben wollt. Aber die Dinger hier, Tempest Jenner, habe ich auch schon. Armor of the Fifth Age Tariq, ist es nicht Gay Tariq? Oder. Was ist denn das? Wieso kriege ich so viele Gemstones an den Kopf geworfen? Was ist da los? Let's go! Ich weiß immer noch nicht, ob die gut sind, aber da sind 7 Skins drin. Ich glaube schon, dass die gut sind. IG Kamel. Lancer Paragon Blitzcrank. Ich habe alle Blitzcrank Skins. Außer. Welche fehlen mir denn? Skins. Rusty Blitzcrank will ich unbedingt haben. Ich bin Blitzcrank Main. Ah, Riot Blitzcrank. Riot Blitzcrank und Rusty Blitzcrank. Sonst habe ich alle. Open. 1 von 7, let's go. Battle Boss 6 habe ich. Nightbringer Yasuo ist ein richtig geiler Skin. Ich weiß nicht, ob ich mir den hole. Eventuell, wir werden sehen. Battle Cast Vel'Koz. Frozen Prinz Mundo. Finde ich von den ganzen Mundo-Skins jetzt nicht so nice. Dragonwing Corki. Dass der nicht episch oder legendary ist, wundert mich, weil der hat voll die guten Animationen. Dawnbringer Riven, ich bin kein Riven-Fan. Aber, hä, haben wir nicht Nightbringer Yasuo und jetzt Dawnbringer Riven bekommen? What? Aber die Dinger sind ja mal Giga-Worth. Einfach 7 Stück da drin. Haunted Zyra. Grungy, Nunu und Willem. By the way, ich habe ein Full-AP bzw. Demi-AP Midlane Nunu auf dem PBE aufgenommen. Ich link's euch mal. Da oben im Rechts, stellt euch vor, mein Arm würde weitergehen, da ganz rechts oben. Könnt ihr euch gerne anschauen. Pentacle Katus. Ich hatte tatsächlich mit Katus noch nie ein Pentacle, das ist eine Lüge, der Skin, doch kein Pay-to-Win. Black Frost Anivia. Star Guardian Janna. Out of the Lotus Karma und Hazmat-Heimer-Dinger. Hazmat-Heimer-Dinger, wer hat sich so einen Namen ausgedacht? Kommen wir zum letzten, bevor es zum Rerolls geht. Hallo? Entschuldigung? Aha! Ja, komm. Mit so einem Skin kannst du mir gerade wegbleiben. Ach, mit so einem Skin auch. Mit so einem Skin auch! Ich mag den Winter jetzt nicht besonders, aber ist immer ein epischer Skin. Ah, das ist auch ein Meme-Skin. Ich glaube, den muss ich mir holen. Das ist ein Meme-Skin. Finde ich nicht so nice. Project Leona. Die Ausbeute, schaut euch das mal an, wie viele Skins hier sind. Heilige Kacke. Okay, dann machen wir erstmal die weg, die ich habe. Ich war kurz schockiert, ich gebe es ehrlich zu. Machen wir erstmal den ganzen Müll weg, den ich schon habe. SSG Xayah, nicer Skin. Ich meine, ich habe nämlich auch noch keinen für Xayah gehabt. Deswegen mega nice. Mecha Malphite weg und Mecha K6 habe ich beide schon. Und? Ah, 100 Euro Orangen Essenz. Nice, immer, dass da Müll ist. Ist einer der besseren Kog'Maw Skins, würde ich sogar sagen. Kog'Maw hat gar nicht so viele geile Skins. So, Blitzcrank Skin muss weg. Dann die zwei noch unten rein da. Blitzcrank Skin muss was Gutes.
hab die doch gerade bekommen. Alright. Ich meine, es ist ein epischer Skin, aber alright. Come on. Ich sollte sagen, ich sag gar nichts mehr, ganz ehrlich. Ich sag gar nichts mehr. Bladecraft Orianna. Ich hab den Victorious Orianna, den man bekommt, wenn man... Welche Season Gold war? Letzte? Vorletzte? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, den habe ich, den finde ich viel besser. Komm, die zwei Skins will ich nicht. Den Tundra und diesen komischen Guardian of the Sands Rise. Nicer Skin. Nicer Rise Skin ist auch... Ja, gibt's überhaupt gute Rise Skins? Ah ja, SKT. SKT Rise noch nice, aber sonst gibt's, glaube ich, gar keine guten Rise Skins. So, den machen wir weg. Spectral Fiddlesticks machen wir weg. Und Silver Fang. Was kommt raus? Ich habe doch vorhin gesagt, dass der scheiße ist. So, jetzt aktiviere ich erstmal die Skins, die ich haben will. Ich wollte den Meme-Skin haben. Wo ist er? Hier, der hier. Aktivieren. Ne, upgraden heißt. Sorry. Upgrade. Der ist so hässlich. Mirik. Auch upgraden. Eigentlich muss ich die Miss Fortune Skins nehmen, sonst kriege ich echt Stress. Ich bin der Mann zu Hause. Mir doch egal. Beschlag mich nicht, wenn du das siehst. Dragon Trainer, Heimerdinger. Geiler Skin, heilige Scheiße. Der ist richtig geil. Der ist richtig decent. Da hat sich doch gelohnt. Ja, wir machen gleich wieder den anderen Miss Fortune weg. Also wenn man Miss Fortune Skin reload und da sowas rauskommt, dann mache ich es doch gerne. Haben vielleicht noch einen? Was passiert, wenn man drei Miss Fortune Skins rerollt? Ach, kann ich leider nicht showcasen. Habe ich nicht. Egal, den da weg. Den will ich auch nicht. Obwohl, nee, den will ich auch nicht. Project Pike auch nicht. Ist ein geiler Skin, aber ich habe schon Blood Moon Pike. Super Galaxy Annie. Heute läuft's. Prähistorik kann weg und die Muse kann zweimal weg. Weg mit dem Scheißdreck. Little Devil Timo. Ich muss euch was zeigen, Boys. Ich muss euch was zeigen. Ich bin nicht stolz drauf. Timo, ich bin nicht stolz. Level 6 sogar. Oh Gott. Bin ich stolz drauf, aber ich habe 1, 2, 3, 4, 4 Timo-Skins. Ich kann das erklären, bevor ihr mich flamet. Ich kann das erklären. Ich und ein Kollege, wir haben uns mal gegenseitig getrollt und uns die ganze Zeit Skins geschenkt. Diese random Skins, die man schenken kann. Ich habe ihm 4 Skins geschenkt und dann meinte er so, ja, ich musste jetzt auch einen schenken. Dann hat er mir auch einen geschenkt. Und bei mir kam dreimal kam Timo-Skin raus. Warum auch immer. Ich habe mir keinen davon gekauft oder so. Nicht, dass ihr jetzt denkt, hier, Secret Timo Main. Nein. So, der kann auch noch weg. Was kommt? Hainun Irelia. Ist das nicht sogar ein neues Skin? Ja, doch. Ist der neue Skin. Wenn ihr wollt, kann ich ja gerne mal ein Gameplay mit machen. Lasst mich wissen. Ich bin jetzt nicht so der Irelia Main und nicht so der Irelia Lover. Ich kann sie jetzt auch nicht so gut. Aber lasst mich wissen, wenn ihr ein Gameplay davon haben wollt, dann spiele ich die gern mal. Jetzt, wo ich sie habe. Was kann noch weg? Der Hasmat. Jetzt habe ich ja den Dragon Trainer. Was gut ist. Ah, den habe ich doch vorhin gerollt. Heute will mich Riot einerseits verarschen, andererseits habe ich Glück. Machen wir den da weg und den Riven Skin, einfach weil ich nicht wirklich Riven spiele. Warden sie wir, oh je, jetzt ist die Glücksträhne vorbei. Hoppla. Machen wir den hier noch weg. Camille machen wir noch weg. Fiora sage ich schon, Leona machen wir noch weg. Excaniga. Bruder, das Glück verlässt uns jetzt so langsam. Den machen wir weg. Schnell. Schnell. Oh, Hextech Chest. Oh. Hä? Voll gut. Mega gut. Die Kiste machen wir direkt auf. Ich dachte, da kommt jetzt Bullshit raus, aber SKT1. Ich habe alle Champions. Wir könnten rein theoretisch noch 2 nehmen. Dann nehmen wir den hier. Den nehmen wir und den Beekeeper. Jetzt habe ich's. Den Beekeeper nehmen wir noch. So. Und jetzt haben wir noch 2 Rerolls. Bitte lass uns Glück haben. Ich will noch einen Legendary Skin. Sugar Rush Zillion. Geil. Ich habe noch keinen Zillion Skin und ich spiele ihn gern. Mega. Nice. Jetzt kommt der Legendary mit Ansage. Weggucken. Ah, der sagt.
Der sackt rein. Wisst ihr was? Ich will mal nicht so sein. Ich habe gerade zwar nur 18 RP, aber Gifting Center, ich will nur gucken, ob das noch geht mit dem Unlock Mystery Skin. Warte, geht das noch? Ja, not enough RP. Schreibt mir am besten euren Summoner Name hier in die Kommentare. Ich mach dann, gibt es bestimmt so Zufallsgenerator, mache ich in den Kommentaren. Wahrscheinlich werden es nicht so viele sein. Und dann schenke ich euch hier so einen Skin. Ich weiß gar nicht, wie viel das kostet. Egal. Dann add ich euch und schenke euch so einen Skin. Einfach, warum nicht? Ist ein bisschen mies, euch zuschauen zu lassen, wie ich Skins bekomme. Und dann kriegt ihr auch einen. Es kann was Gutes sein, es kann was Schlechtes sein. Wie gesagt, schreibt mir euren Summoner Name in die Kommentare. Ich los aus, schreibt euch an, adde euch und dann haut rein. Ich würde jetzt sagen, lasst ein Like da aufs Video, ein Abo, wenn ihr neu seid. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss mit dir. The truth.